Großeinsatz für zahlreiche Feuerwehren um Rudolstadt am heutigen Vormittag. Gegen 11.10 Uhr wurde ein Brand in einer Wohnung eines Dreiseitenhofes in Engerda gemeldet. Vor Ort angekommen zeigte sich, dass es sich um ein altes Fachwerkhaus handelt, in dem in der ersten Etage eine ältere Dame wohnt. Nachdem mehrere Steckleitern angelegt wurden, suchten Kräfte unter schwerem Atemschutz in den verqualmten Räumen nach der alten Frau und brachten sie nach draußen. Die gerettete Person, hatte ich vorhin mitbekommen, wurde mit dem RTW ins Krankenhaus geschafft. Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz zur Personenrettung und sind auch noch im Einsatz mit der Wärmebildkamera zur Kontrolle des Gebäudes. Die Brandbekämpfung in der Wohnung erfolgte von mehreren Seiten aus. Weitere Bewohner des Hauses wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Mittels Pumpen wurde das Wasser zur Brandbekämpfung aus dem nahe anliegenden Widerbach zur Einsatzstelle gepumpt. Die Polizeiinspektion Saalfeld-Rudolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Kriminalpolizei soll nun prüfen, wieso es zu dem Brand kam. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ob das Gebäude weiter genutzt werden kann, muss nun geprüft werden.